ist eine deutschsprachige Erstaufführung. Wir machen einige Songs in Englisch, sind belassen, aber die Dialoge sind in Deutsch und das ist eine deutschsprachige Erstaufführung. Und bisher ist es in New York, London gelaufen in einer Inszenierung und einmal, glaube ich, in Helsinki und jetzt hier in der Schweiz. Tracy, die Sache mit dem Fernsehen. Hängt denn dein Herz daran? Es ist mein allergrößter Traum, Daddy. Ja, es geht um die kleine Tracy Turnblad, die in Baltimore lebt und einen großen Traum hat, nämlich in der Corny Collins Show. Eine Show, die im hiesigen Fernsehen läuft. Das Stück spielt 1962, als Shows üblich waren, in denen Kids getanzt haben, neue Modetänze. Und ihr größter Traum ist, dort einmal aufzutreten, Teil dieser Kids zu werden. Es gibt ein kleines Handicap, sie ist nämlich ganz, ganz dick und entspricht nicht der Norm, aber das ist ihr egal und sie macht ihren Weg. Und da gibt es viele, viele, viele Turbulenzen, bis sie dahin kommt. Ja, was schön über die Show ist, ist, es gibt so viele verschiedene Stils drin. Also es gibt dieses Stil von die nicest kids in town, was sehr genauso ist und sehr, sehr präzise. Und dann es gibt ein anderes Stil von was die Schwarzes Ensemble machen, das ein bisschen mehr Funk hat, wenn man das sagen darf. Das Konzept war, dass wir nehmen die Zeit, aber wir modernisieren das ein bisschen. Und so, das heißt, ich habe schon ein bisschen von die Schritte genommen von der Zeit, aber es ist auch ein bisschen mehr zeitgenössig vom Stil her. Was mich beeindruckt hat, ich habe diese Show in New York gesehen 2003 und mich beeindruckt die Power, die rüberkommt und die Musik, die mitreißend ist und dass man eigentlich bei den Songs auf die Sitze steigen möchte und mittanzen möchte. Und ich bin damals in New York wirklich mehr oder weniger tanzend aus dem Theater dort gegangen und ich hoffe, dass das in St. Gallen den Zuschauern, die hoffentlich zahlreich kommen, auch passiert.